Ab dem 6.10.2022 um 14 Uhr gibt es wieder Drops, und zwar 11 Tage lang mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit für gute Items. Es gibt Cosmetics. Ich verlinke euch drei Links, einmal für das Twitch Inventory, damit ihr sehen könnt, ob ihr alles richtig gemacht habt. Für das Cycle Inventory, damit ihr sehen könnt, was ihr im Spiel bekommen habt. Und für den Autoclaimer, damit ihr die Items auch automatisch abholen könnt und nicht 24/7 am PC oder am Handy sitzen müsst. Für die Content Creator habe ich hier noch den Link von Melzen Partnervideo. Da könnt ihr sehen, wie ihr euch bewerbt, falls es jemanden noch da draußen gibt, der sich noch nicht dafür beworben hat. Warum auch immer. Und ja, das war's eigentlich schon, oder? Und der Rest jetzt im Detail. Als allererstes klickt ihr auf den Link, der euch direkt zum Twitch Inventory, also zum Cycle Inventory führt. Und hier verbindet ihr bitte einmal euren Account, entweder per Steam oder per Epic. Einmal da draufklicken, euren Account eingeben, eventuell einen Zugang freigeben, wenn ihr irgendeinen Steam Guard habt beispielsweise. Und dann seid ihr schon verbunden. Als nächstes geht ihr auf die Twitch-Seite und sucht euch da Streams raus, die momentan Cycle Stream und die Drops anbieten. Ihr seht immer im Chat, wenn oben rechts steht, dieser oder du fängst es an, Drops zu farmen. Dann wisst ihr, okay, hier seid ihr auf der richtigen Seite. Natürlich bieten wir hier auch die Liste an mit sämtlichen Streamern, die ihr dann am Wochenende seht. Das zeigen wir gleich nochmal im Detail. Jedenfalls, der zweite Link führt euch dann in das Twitch Inventory und hier seht ihr bereits die gesammelten Drops. Ihr seht hier meine Drops. Ich habe schon relativ viele gefarmt in den letzten Kampagnen und auch jetzt wieder wird es viele Items geben und auch Skins. Also hier seht ihr, ob das mit Twitch erstmal funktioniert hat. Um nicht die Drops manuell abzuholen, könnt ihr diesen Automatic Claimer benutzen. Das heißt, ihr müsst nicht jedes Mal, wenn ein Drop zu Ende gefarmt ist, im Chat auf Abholen drücken, sondern dieses Programm macht das automatisch. Das ermöglicht euch auch mal schlafen zu gehen nach ein paar Stunden, nicht am Rechner zu sitzen. Sowas gibt es auch fürs Handy, da müsst ihr mal googeln. Ich benutze so eine Erweiterung für den PC. Dann geht's los und ihr könnt in das Spiel reingehen und die Sachen abholen. Yay! Und zwar geht ihr an eure Station zu den Generatoren und wenn ihr da ganz runter scrollt, findet ihr den Reiter Twitch Drops und hier könnt ihr die Drops abholen. Also hier sind die Waffen drin, die Items, alles was ihr gesammelt habt und auch die Skins. Also wenn ihr Skins gesammelt habt, Banner, Sprays und so weiter und so fort, alles das ist unten zum Abholen, wird dann nicht nur Inventar transportiert. Also es ist nicht instant im Inventar, sondern ihr müsst wirklich einmal hier auf Abholen drücken. Sollte es Probleme gehen, geht bitte wieder auf Link 1 und scrollt ein bisschen runter und da seht ihr immer diesen Refresh-Button. Refresh bedeutet nicht, dass die Seite aktualisiert wird, sondern dass das Spiel nochmal mit den Twitch-Drops synchronisiert wird. Diese Drops gehen jetzt 11 Tage lang und fangen an, wie gesagt, am 6.10. um 14 Uhr. Jetzt ist es nicht ganz so einfach. Ihr könnt nicht einfach zu einem Content-Creator gehen und da die ganzen 11 Tage lang durchfarmen. Das geht nicht. Jaga hat es wieder sehr cool gemacht, dass sozusagen jeder so sein Highlight hat. Diesmal keine spezifischen Leute wie letztes Mal, aber dafür die Partner. Also wir haben sozusagen einen Tag, wo nur wir alten Partner Drops anbieten. Dann gibt es einen Tag, wo nur die neuen Partner Drops anbieten. Sehr, 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 sehr geil. Also da sind sozusagen die Zuschauer gezwungen, wirklich mal die neuen Partner zu besuchen. Super geile Sache meiner Meinung nach. Und noch besser ist es, dass sogar die Affiliates einen einzelnen Tag bekommen, wie letztes Mal auch. Das heißt, ein Tag, wo ihr sozusagen zu den Affiliates gehen müsst. Mein Plan ist es, in den vorletzten und vorvorletzten Tag zu streamen und dann sozusagen am vorletzten Tag für den letzten Tag zu einem Affiliate zu raiden, weil da nämlich reiner Affiliate-Tag ist. Das heißt, da werden die Affiliates richtig schön mit Raids bombardiert, ich sag's euch. Also sehr, sehr geil. Ich finde, das ist eine großartige Geste. Welches Spiel macht das schon, dass die Affiliates so stark gefördert werden? Ich finde das mega, mega, mega cool. Zu den Drops selber, es geht also 14 Uhr los und ein Zyklus dauert 24 Stunden, danach wird neu berechnet, das heißt, es wird geschaut, wie viele Stunden ihr in diesen 24 Stunden geschaut habt, wie viele Drops ihr bekommen habt, und zwar gibt es 6 Drops pro Tag. Es fängt normalerweise an mit einem etwas leichten Drop. In der letzten Kampagne waren das immer graue Items, diesmal gibt es eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit für grüne Items im allerersten Drop eines jeden 24-Stunden-Zyklus. Und dann steigert sich das Ganze, immer bessere Drops, es gibt 6 am Tag. Also jeden Tag, alle 24 Stunden, 6 Drops. Dazu kommen jetzt noch Cosmetics, die verteilt sind über diese 11 Tage. Also unabhängig von diesen 6 Drops gibt es auch mal extra Cosmetics, Skins, Banners und so weiter und so fort. Gucken wir uns das Ganze mal im Detail an. Mein Tipp an dieser Stelle ist, schaut euch einfach diese Liste an. Wie gesagt, der Link, das ist der erste Link unten in der Beschreibung. Da findet ihr diese Übersicht. Macht euch keinen Kopf, weil es könnte doch ein bisschen kompliziert werden. Also Achtung, am 6.10. ist Partnertag. Ich bin zum Beispiel Partner. Das bedeutet, ich könnte theoretisch am Donnerstag ab 14 Uhr streamen, was ich nicht kann, weil ich arbeiten muss. Aber ich könnte theoretisch streamen und hätte dann mit anderen Partnern weltweit zusammen
Drops für 24 Stunden, also bis Freitag 14 Uhr. So geht's los. Am 6.10. nur die Partner. Am 7.10. geht's weiter. Da sind Drops für alle. Für alle heißt nicht für alle Partner oder für alle Affiliates, sondern für alle. Also wenn du Cycle Frontier streamen willst, dann bekommst du Drops an diesem Tag. Super geile Sache. Also Drops für alle. Das bedeutet, viele Partner werden sicherlich vom 6. dann auch 48 Stunden Streams machen. Ihr kennt das, diese Marathons. Also der 7. für alle. Und der 8., das ist dann der Samstag. Sehr, sehr interessant. Der ist nämlich dann für die neuen Partner. Also alle Leute, die sich beworben haben und neu verpartnert wurden für Season 2, die bekommen exklusiv an diesem Tag Drops. Das heißt, der Samstag, 8. Oktober, ist ein Tag, an dem tatsächlich nicht viele Leute Drops haben werden. Sehr, sehr interessant. Es wird sich also fokussieren auf die neuen Partner. Und das ist natürlich ein ganz tolles Geschenk, sag ich jetzt mal, für die Jungs und Mädels, weil die natürlich dann einen massiven Anlauf an Zuschauern kriegen werden. Das wird auf jeden Fall eine kleine Party bei dem einen oder anderen. Gehen wir weiter zum 9. Und zwar ist es so, vom 9.10. bis zum 11. Oktober, also 3 Tage lang, also von Sonntag bis Dienstag, ist es so, dass alle wieder Drops haben. Alle. Dann wird dieser Tag und diese Session unterbrochen am 12. Das ist dann der Mittwoch. Und zwar gibt es an dem 12. einen Partnertag. Also auch hier wieder interessant. Nur Partner haben an dem Mittwoch Drops. Coole Sache. Also hier sozusagen so ein bisschen Dynamik drin, dass man wieder den Streamer wechseln müsste. Und am 13. geht es dann wieder weiter. 13. und 14., das ist praktisch Donnerstag und Freitag, also das Ende der Arbeitswoche, da ist wieder Drops für alle verfügbar. Also alle können hier Drops sammeln. Für mich wird es hier ganz interessant. Meine Idee wäre, wenn ich die Operation gut überstehe und heile bin, dann werde ich am Freitag, den 14., anfangen zu streamen. Also ich werde mich ein bisschen ausruhen, gut frühstücken und dann legen wir um 14 Uhr los. Und ich habe dann vor, wieder einen 24-Plus-Stream zu machen, also so Richtung 48 Stunden. Wir werden gucken, wie weit wir kommen. Letztes Mal haben wir, glaube ich, 37 Stunden geschafft. Schaffen wir diesmal auch die 48 Stunden. Aber wir müssen mal gucken, wie gut es uns geht. Also am 14. geht es dann los, das ist der Freitag. Da haben, wie gesagt, alle Drops. Und am Samstag, den 15., haben wir halt nur die Partner-Drops. Deswegen ist es für mich eine ganz nette Kombination, dass ich dann diese beiden Tage nutze für wieder so eine wilde, experimentelle Aktion. Mal gucken, wie das dann wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Letztes Mal war wild. Aber ja, das ist so die grobe Idee. Also reiner Partnertag am 15., der Samstag. Und dann kommt der krasseste Tag, der 16. Da haben nämlich nur noch die Affiliates-Drops. Nur noch die Affiliates. Also alle Affiliates bekommen am 16. Drops und zwar nur. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, was für eine Welle an Raids es am 15. auf den 16. für die Affiliates geben wird. Das ist auf jeden Fall eine krasse Sache. Das ist dann der Sonntag und am Sonntag 14 Uhr startet also der letzte Drops-Tag und endet dann sozusagen Montag wieder in der Arbeitswoche. Am Montag um 14 Uhr ist dann alles zu Ende. Sicher werden viele Affiliates 24-Stunden-Streams machen, bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Die nicht arbeiten müssen, freigenommen haben, wie auch immer. Also am Montag, den 17. um 14 Uhr, ist dann alles vorbei. Jetzt beschreiben diese Tage jeweils 6 Drops. Ihr seht hier die 6 Drops, die man auch in dieser Reihenfolge abholen muss. Man sieht hier, für 30 Minuten kriegt ihr den ersten Drop. Dann nach insgesamt 2 Stunden, also 1 Stunde 30 nach dem ersten Drop, den zweiten Drop. Nach insgesamt 6 Stunden, also 4 Stunden nach dem zweiten Drop, dann den dritten Drop. Ich betone das so sehr, weil einige dachten, ja, ich müsste 8 Stunden gucken für den dritten Drop. Das ist halt nicht so, oder 8,5, sondern es kumuliert sich. Nach insgesamt 10 Stunden, 14 und 18 Stunden, das heißt, wenn man an einem Tag 18 Stunden lang farmt, hat man alle Drops am Tag. Deswegen ist dieser Autoclaimer meiner Meinung nach auch so wichtig. 18 Stunden, naja. 18 Stunden habt ihr alle 6 Drops. Das sind aber nur Items. Das sind sehr seltene Items, können dabei sein. Epische Items, exotische Items. Aber was ist mit den Skins? Ja, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, denn die Skins werden extra behandelt. Start am 6., also der Partnertag war das, der Donnerstag, der 6., bis zum 8., also 2 Tage in die freien Tage hinein, bis in den Samstag, wo alle Drops haben, alle Content Creator, alle Streamer und Streamerinnen. Da gibt es zum Beispiel die Waffenskin on top. Aber diese Waffenskin gibt es eben nur bei Partnern. Also, ihr merkt schon, es wird ein bisschen kompliziert.
Wenn ihr also die Waffenskin habt und die kriegt man dann nach 4 Stunden bereits, dann habt ihr sozusagen am zweiten Tag die freie Möglichkeit, überall hinzugehen. Wenn ihr aber am zweiten Tag erst anfangt, Drops zu farmen und die Waffenskin noch nicht habt, dann solltet ihr eigentlich erstmal zu einem Partner gehen, um diese Drop zu bekommen. Und dann könnt ihr immer noch sozusagen frei auswählen, wo ihr hingehen möchtet, weil jeder auf der Welt die Drops hat. Denkt halt dran, man muss 4 Stunden lang in diesen 3 Tagen irgendwo bei einem Partner einmal zugeschaut haben. Dann habt ihr die Waffenskin. Und so ist es jetzt mit allen diesen kosmetischen Skins. Ist ganz interessant gemacht, finde ich, weil dadurch bleibt man selber auch sehr flexibel. Die zweite Kosmetik kriegt man vom 8. bis 9., also man hat 48 Stunden Zeit. Man muss in der Zeit einfach nur wieder 4 Stunden geguckt haben. Und auch hier wieder kriegt man einen Skin, wenn man einer der 9 Partner zugeschaut hat. Und das ist auch ganz interessant, weil der 8. ist also sowieso ein neuer Partnertag. Also am 8. kriegt man ja nur bei den 9 Partnern Drops. Also einfach da 4 Stunden und dann habt ihr sozusagen die Kosmetik. Die dritte Kosmetik, das ist ein Spray. Den bekommt ihr vom 9. bis zum 11. Also wieder 48 Stunden. Wir erinnern uns, der 9. bis 11. waren Drops für alle. Und hier bekommt ihr wiederum dieses Spray, wenn ihr bei einem Partner zuschaut. Also 4 Stunden lang bei einem Partner gibt euch dieses Spray vom 9. bis zum 11. 14. bis 16. ist dann dieser ominöse Tag gewesen, wo ich mir überlege, eine längere Session zu machen. 14. ist der Tag, wo alle Drops haben. 15. nur die Partner, 16. nur die Affiliates. Jetzt ist es so, 14. bis 16. muss man 4 Stunden zugeschaut haben und dann bekommt man dieses Banner. Das ist wieder nur bei Partnern. Und am 16. bis zum 17., also der letzte Tag, da wo nur die Affiliates Drops haben, das ist also wirklich geil. Da gibt es einer der besten Drops, meiner Meinung nach. Also ihr seht, die Affiliates werden hier richtig stark gefördert. Das ist richtig krass und richtig cool. Ihr bekommt nämlich hier eine Waffenskin. The Caution Bad Melee Weapon. Also ihr bekommt hier eine Nahkampfwaffenskin. Und zwar müsst ihr einem Affiliate 4 Stunden lang zugeschaut haben. Das sind die 5 Cosmetics, die sind garantiert. Und sozusagen unabhängig von den normalen Drops und relativ leicht zu farmen, sollte also jedem gelingen. Die Daumen sind gedrückt, dass die Operation bei mir gut verläuft. Die ist am 13. Das ist natürlich ein bisschen knapp, allerdings ist jetzt auch keine große Sache. Also wenn alles gut klappt, sollte ich am 14. selber die Drops genießen können und ein bisschen streamen an dem Tag. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir da ein bisschen feiern könnten und alles überstanden ist. Toi, 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 toi. Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Aber egal, abgesehen davon, ich werde auf jeden Fall alle Drops farmen und Zuschauer bei euch sein. Solltet ihr generell Fragen haben zu der Bewerbung oder sonst irgendwas, meldet euch gerne, schreibt es in die Kommentare rein und meldet euch gerne auf Insta, also gerade die Content Creator, wenn ihr irgendwas habt. Ich bin ein offenes Buch, also ich tausche mich auch sehr, sehr gerne aus. Mir bringt das viel, euch bringt das ein bisschen was. Also gerne über Instagram jederzeit. Ich biete es mir, wie gesagt, immer an. Also einfach wahrnehmen und einfach bewerben. Alle Links sind unten. Ansonsten, ja, was bleibt mir zu sagen? Happy Farming, gute Drops wünsche ich euch. Bleibt gesund, übertreibt es nicht, nutzt einen Autoclaimer und ich sag bis zum nächsten Mal. Hasta luego, hasta la vista und ciao, 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 ciao.